Hallo Freunde und willkommen zurück zu EverQuest 2. Wir starten diesmal an einer anderen Stelle und es hat sich auch eine ganze Menge getan in eurer Abwesenheit. Nichts wirklich Wichtiges, deswegen habe ich es nicht aufgenommen, aber trotzdem relativ wichtig. Wir sind vom Level her aufgestiegen, ich bin jetzt Level 65, habe wieder mit dem alten Kollegen Schnarcher ein wenig zusammengespielt, also wer noch die ganz alten EverQuest-Folgen kennt, der weiß auch, wer Schnarcher ist. Ansonsten habe ich mich neu ausgerüstet, ich kann da mal kurz drauf schauen. Hier diese komplette Ausrüstung, die ist neu. Von der Kopfbedeckung bis zum, was haben wir da, die Sekundärbewaffnung. Also alles ist neu, die ganze Kleidung, der ganze Schmuck. Das heißt, wir sollten jetzt eine ganze Ecke stärker sein. Und da sehe ich gerade noch was. Die Erforschung von Elementestärken 5 ist abgeschlossen. Kann ich euch auch gerade nochmal zeigen, habe ich schon mal gezeigt. Wenn wir nämlich jetzt hier auf Wissen klicken, dann haben wir hier Forschung. Das blinkt auch gerade. Und das heißt, es gibt jeden Zauberspruch in verschiedenen Güteklassen hier bei EverQuest. Die erfahrenen EverQuest-Spieler, die werden es sicherlich wissen. Den anderen sage ich es nochmal. Wenn man aufsteigt, bekommt man automatisch neue Zaubersprüche, aber in der schlechtesten Güteklasse. Und die kann man noch upgraden. Und weil die früher richtig schweineteuer waren und ultra selten noch dazu, hat man nun diese Möglichkeit erfunden, dass auch Spieler mit weniger Geld an die gewünschten Zaubersprüche kommen, an die richtig guten, nur unter einer Bedingung, man muss immer warten, das seht ihr hier, der dauert noch 13 Tage, der dauert 7 Tage und so weiter und man kann auch immer nur einen Spell, also einen Zauberspruch gleichzeitig aufrüsten lassen. Ich mache das jetzt einfach mal hier, Eisschild 4, was nehmen wir denn am besten mal hier, Elemente stärken 5, Master, Untersuchung starten, in 13 Tagen sind wir wieder soweit, also in knapp 2 Wochen ist dann dieser Zauberspruch fertig. Gut, ihr seht, ich bin schon in Nordkenos, da müssen wir hin. Wir sollen nämlich mit dem Angestellten Feld reden. Der müsste hier in diesem Häuschen sein, in dieser Bank. Aber bevor wir das machen, möchte ich euch nochmal was anderes zeigen. Und zwar müsste da vorne, wenn ich mich nicht irre... Nee, es ist schon zu spät, verdammt. Gerade eben war die Antonia Bale da, die Königin von Kenos. Die hat zu ihrem Volk gesprochen und die stand hier. Und zum ersten Mal in meiner gesamten EverQuest-Geschichte konnte ich Antonia Bale mal aus der Nähe sehen. Verdammt, verdammt, dass es jetzt schon weg ist. Ich habe mich zu lange aufgehalten jetzt. Ich habe zu lange gesprochen. Aber gut, ich hoffe, dass sie einfach nochmal kommt. Dann gehen wir jetzt direkt zum angestellten Feld. Es ist auch das letzte Mal heute, dass ich mit euch diese Questreihe mache. Wir werden zum späteren Zeitpunkt hier wieder zurückkehren. Aber ich will auf jeden Fall mal wieder was anderes sehen. Ich habe jetzt hier etliche Folgen lang nur Kenos gesehen. Und es wird mal wieder Zeit für was anderes. Hier ist auf jeden Fall der angestellte Feld. Hello! Hello, yeah. So, ich klicke das wieder durch hier. Kennt ihr ja schon. So, jetzt müssen wir was machen. Geht zur Wohnung der Kontaktperson im Ruheweg in Südkenos. Na, als ob ich jetzt wüsste, wo der Ruheweg ist. Na gut. Südkenos ist auf jeden Fall da hinten. Und ich denke mal, da wird auf der Karte eingezeichnet sein. Sollten wir hier unten im Chatfenster sehen, dass die Antonia Bale mit einem spricht oder wieder zu ihrem Volk spricht, dann rennen wir da nochmal schnell zurück. Weil das will ich mir nicht entgehen lassen, die Antonia Bale nochmal in Wirklichkeit zu sehen. So, wir sind in Südkenos schon. Jetzt gucken wir mal auf der Karte, ob da was eingezeichnet ist. Ah, hier unten, da leuchtet es schon. In diesem herrlichen Türkis. So, da müssen wir jetzt hier einfach geradeaus. Man kann natürlich auch laufen, nur mit der Karte. So, müsste hier sein. So. Dahinter. Moment, da ist was. Geht zur Wohnung, da sind wir schon. Eliminiert alle Bedrohungen in der Wohnung. Aha, jetzt müssen wir hier die Wohnung betreten. Das Zuhause eines Fremden. Also das habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Das ist für mich jetzt auch völlig neu. Da werden wir wahrscheinlich nicht mitbekommen, wenn die Antonia Bale wieder zu ihrem Volk spricht. Aber gut, dafür sehen wir was anderes. Vor allen Dingen sehen wir hier diesen schicken Wartescreen. Aber jetzt geht's weiter. Sehr schön. So. Eliminiert alle Bedrohungen in der Wohnung. Ja, ich hoffe nicht, dass das so eine gigantische Wohnung ist, ey. Aber es müsste ja jetzt kein Problem sein, denn wir sind ja jetzt hier tipptopp ausgerüstet. Werde ich jetzt mal hier schön draufhauen. So.
Die ersten drei hätten wir erledigt. Das ging relativ easy. Die haben leider nichts dabei, die Säcke. Da gucken wir mal noch, was es hier noch gibt. Nö. Geht's da rein? Da geht's auch rein. Sieht aber leer aus. Da ist nichts. Ach, so ein Teil hatte ich auch mal. Das hatte ich auch mal bei mir in der Wohnung stehen. Keine Ahnung, wo das hergekommen ist. Auf jeden Fall sind hier noch mehr Bösewichter. Und da kommen sie auch gleich angerannt. So, den treffen wir irgendwie nicht. Doch, jetzt. Okay. Das war ja einfach. Auch die haben wiederum nichts verloren oder wieder mal nichts verloren. Hier haben eine schicke Couch. Also sowas hatte ich noch nicht. Das muss ich gestehen. Und so einen schicken Ofen hier auch noch nicht. Aber eigentlich stehe ich ja mehr auf das Moderne. Diese altmodischen Sachen mag ich gar nicht so. Aber das wisst ihr ja, wenn ihr mal die Bilder von meiner Wohnung gesehen habt. Okay, die kommen auch angerannt. Dann machen wir mal hierher. Das schöne Feuer legen wir jetzt mal. So, jetzt haben wir das ganze Haus abgefackelt, aber die Gegner sind alle hin. Sucht die Kontaktperson, steht da jetzt. Ich habe nur leider gar keine Ahnung, wo man die suchen soll. Soll man die hier im Haus suchen oder woanders? Das ist so die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle. So, Karte haben wir hier keine in dem Gebiet. Hier gibt es auch nichts mehr. Der Spiegel funktioniert irgendwie nicht. Aha. Da hätte ich mich gerne mal im Spiegel gesehen, wobei es eigentlich egal ist. Denn wir können ja unseren Charakter sowieso jederzeit drehen. Und das hier ist auch so ein seltsames Phänomen von EverQuest. Ich mache gerade nochmal die Türen zu. So, wenn man sich nämlich nur eine Seite der Tür aufmacht, da kann man gar nicht durchrennen. Man muss sich unbedingt beide Seiten der Tür aufmachen. Ist auch sehr interessant. Okay, ich gehe aber nochmal runter hier. Da ist niemand, da ist keine Kontaktperson. Wo verdammt nochmal soll ich denn jetzt die Kontaktperson suchen, ey? Hier an der Decke hängt sie auch nicht. Mehr gibt's hier nicht. Ich schaue wieder ab. Vielleicht sehen wir ja irgendwo was eingezeichnet hier in der Nähe. Aber ansonsten bin ich da erstmal ratlos. Vielleicht hätte ich mir das Ganze dann doch durchlesen sollen. Ansonsten muss ich mal in Google recherchieren, wo jetzt hier die Kontaktperson sein soll. Vielleicht ist sie auch wieder im Tief drunten oder so. Das kann natürlich alles sein. Was haben wir da? Fontaine of Storms. Ja, gut. Dann würde ich sagen, wir machen erstmal den anderen Schritt weiter mit Sprecht mit Hakam Rautzi. Er müsste wahrscheinlich wieder in Eldarhain sein. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal quer durch Kenos marschieren. Und vielleicht haben wir ja Glück mit Antonia Bale und sie ist wieder da. Ich bin übrigens wieder umgestiegen auf mein schnelleres Pferd. Das haben wir schon lange nicht mehr benutzt. Und das ist halt sauschnell. Die anderen sind zwar schneller, aber nur im Sprung bzw. im Flug. Also keine Antonia Bale da, schade. Aber für die Stadt ist das hier das Schnellste, was ich habe. Und deswegen habe ich das einfach mal eingestellt. Gut. Wir sind jetzt gleich wieder in Eldarhain. Und ich freue mich schon, wenn wir wieder was anderes machen. Demnächst ist auch wirklich mal geplant, dass ich wieder was mit Schnarcher zusammen mache. Dann haben wir ja immer noch eine Quest offen im Nektulos-Schloss. Die will ich unbedingt mit euch machen. Die will ich euch unbedingt mal zeigen. Ich fand die nämlich immer sehr interessant. Guck mal, wie sie immer salutieren vor mir. Das ist doch sehr nett von diesen Wachen, ne? Ich habe schon großes Ansehen hier in Kenos scheinbar. So, ich schaue nochmal auf die Karte. Wir müssen nämlich da weiter hoch, genau. Ach, guck mal, wir haben sogar ein neues Gebiet entdeckt, dass ich das noch erleben darf. Das ist ja der Wahnsinn. So, da vorne ist auf jeden Fall Hakan Rausi. Hier steht auch ein anderer Spieler, der Erik. Den können wir uns mal betrachten. Der ist Level 52. So, wie machen wir das jetzt hier? Ach, untersuchen. Wieso nicht gleich so? So kann man jeden Spieler hier in EverQuest 2 auch untersuchen und kann gucken, was der dabei hat. So, allzu toll ist es jetzt nicht, was er anhat. Nee, sind ganz normale Sachen. Also ich meine, immerhin, er hat schon alles Mögliche an. Das ist schon mal ganz gut, weil bei vielen Anfängern sieht man dann immer wieder freie Felder dabei und eher prall gefüllt. Aber keine besonderen Gegenstände, sondern nur normale gute und die hat er sogar aber schon verbessert. Seht ihr das, was an der gelben Schrift da steht mit 3 STR Stärke, 3 Agilität, 3 Wisdom und 3 Intelligence, also Intelligenz.
Das hat er schon irgendwie verbessert. Was heißt irgendwie? Da hat er so Dinger dran gebaut. Gut, aber wir wollen uns gar nicht länger aufhalten. Hakam Rausee. Oh, wir haben sie geschafft. Ich habe viele ahnungslose Bürger in Kenos gerettet, indem ich die Knolle zur Strecke gebracht habe, die in den Elderhain entkommen waren. Und dafür haben den Wimpel der königlichen Wache bekommen. Es war mir ein Vergnügen. Und er gibt uns jetzt eine neue Quest. Ich will ja unbedingt in die Baublaue. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt so schnell reinkommen. Ich lese einfach mal durch, was er da hat. Hakam Rauzi war besorgt, etwas noch Schlimmeres freizusetzen, wenn wir die Quaskanopenvasen von Cain Bale nicht ordentlich beseitigen. Glücklicherweise hat Baron Kedrin Eisenschmied die richtigen arkanen Objekte angefertigt, um sie zu zerstören. Ich wurde damit betraut, die Gefäße unbeschädigt abzuliefern. Geht zu Baron Kedrin Eisenschmied in der Eisenschmiedbörse. Das ist doch schon wieder ein Nordkenos, oder? Da bin ich mir doch fast schon wieder hundertprozentig sicher. Ich wurde von Blutzwiebeln angegriffen. Was ist jetzt los hier? Dann werde ich euch mal direkt töten. Der letzte Held sieht viel aus hier. Ah, jetzt ja. So, die Tasche mit Kompost, die nehmen wir mit. Was hat denn der hier verloren? Was ist denn das? Da muss ich mal ranzoomen, ey. Oh, jetzt ist schon wieder verschwunden. Das sah sehr, sehr mysteriös aus. Okay. Gut. Also, wir gehen jetzt nochmal zurück nach Nordkenos. Da waren wir ja schon lange nicht mehr. Aber, wie gesagt, wenn sich das jetzt noch länger hinzieht mit dieser Pendlerei zwischen Nordkenos und, was war das? Und hier Elderhain, dann werde ich auf jeden Fall in der nächsten Folge was anderes machen. So, ihr seht schon, ich bin schon wieder ein bisschen abgelenkt. Ich überlege mir gerade, wie wir von hier aus wieder nach Nordkenos kommen. Kenos Capitol District, da müssen wir nur einfach gerade auslaufen, oder? Da vorne, genau. Das Problem ist nämlich, dass da überall nur steht Kenos Regierungsviertel und man nicht mehr wirklich erkennen kann, was für ein Ort da wirklich dahinter steckt. Früher hatten ja alle Orte wirklich eigene Namen. So wie Elderhain gab es den Weidenwald, was gab es noch? Gemeine Sternenkrone und so weiter. Und jetzt steht immer nur noch Kenos Regierungsviertel dahinter. So, Moment, wir gucken nochmal auf die Karte. Aber wir müssen genau wieder dahin, wo wir eben schon den anderen getroffen haben. Also da in die Nähe auf jeden Fall. So, dann müsste doch jetzt hier sein. Genau. So, wo ist der Kollege? Hier ruckelt es ganz leicht. Aber ist egal. So, wo ist er denn jetzt? Da ist er. Baron Kedrin Eisenschmied. Sprecht mit Hakam Rauzee. Jetzt kann ich schon wieder zurückrennen. Ja, das ist so. Das ist Everquest. 2 Kilometer laufen? Nein, was sage ich? 50 Kilometer laufen und dann wieder direkt zurückrennen. So ist Everquest, wie es leibt und lebt. Aber es ist schon etwas abgeschwächt worden. Das war früher alles noch viel schlimmer. Mein Gott, was soll's. Ich meine, wenn man das jetzt nicht aufnehmen würde, dann wäre es ja auch gar nicht so schlimm. Da würde man hier mal ein paar Mal hin und her rennen. Es wird da kein Mensch stören. Nur ich habe halt immer so das Bedürfnis, wenn ich auch aufnehmen bin, euch auch was Besonderes zeigen zu können. Und wenn man dann 20 Minuten immer nur von A nach B rennt und von B wieder zurück nach A, dann ist es so schon ein wenig deprimierend für mich. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, draufgeschissen, entschuldigt meine vulgäre Ausdrucksweise, draufgeschissen, denn ich zeige euch sowieso noch 100 Folgen und da ist noch so viel Zeit, das ist unglaublich. Und was nutzt dann, oder was ist doch egal, wenn dann nur eine Folge, nur von hin und her laufen besteht. Gut. Ich rede mich schon wieder um Kopf und Kragen. Aber wir sind schon am Ziel angekommen. Ich will euch jetzt ja nur etwas abwechslungsreicher gestalten, während wir hier langweilig durch die Gegend laufen. So. Obwohl ich unterwegs von Blutsäbeln angegriffen wurde, ist es mir gelungen, die Kanopenmaßen von Cain Bale zu Baron Kedrin Eisenschmied zu bringen. Er wird wissen, was damit zu tun ist. Und damit haben wir alle Quests von Hakam Rauzee erledigt. Jetzt müssen wir nur noch eines tun, und zwar die Kontaktperson suchen. Und wo die ist, ich habe keine Ahnung.
können mal anklicken, ob das hier vielleicht steht. Ich habe den Bauern von Antonika ihr Geld gebracht und die dringend benötigten Nahrungsmittel müssten jetzt nach Kenos geliefert werden können. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass ich möglicherweise von dem Angestellten, dem man das Geld für die Bezahlung gegeben hat, in eine Falle gelockt wurde. Ich sollte erneut mit dem Angestellten Feld reden und versuchen, diesem Rätsel auf den Grund zu gehen. Suche die Kontaktperson. Leider steht da nicht mehr. Ach, das ist sehr ärgerlich. Ich habe keine Ahnung, wo man diese Kontaktperson findet. Wir können nochmal hier auf die Karte schauen, aber da ist nirgendwo was eingezeichnet. Dann würde ich eins mal vorschlagen, wir gehen nochmal nach Antonika zurück. Und da war ja der Bauer. Und ansonsten vielleicht im Tief drunten, also in diesen Katakomben von Kenos. Da können sie auch sein. Ich meine, die können sonst wo sein in dieser Welt, aber das ist, erscheint mir momentan irgendwie am logischsten. So, dann hier nochmal direkt nach Antonika. Vielleicht habe ich ja ausnahmsweise mal Glück. Und wir finden diese gesuchte Kontaktperson noch in dieser Folge. Aber ich glaube es irgendwie nicht. So, Moment. Da sind wir. Das sind natürlich alles voll mit irgendwelchen Zeichen. Aber die Kontaktperson, jetzt habe ich schon wieder aus Versehen was angeklickt. Die Kontaktperson müsste andersfarbig markiert sein. Es sieht auf jeden Fall nicht so aus, als wäre hier irgendwo was. Nee. Hier nicht. Na gut. Dann gibt es nur einen Weg. Ich probiere das jetzt nochmal schnell im Tief drunten. Durch Norad reißen, das war falsch. Wir müssen an die andere Glocke. Und zwar wieder nach Nord Kenos. Dort müsste nämlich der Eingang sein zu den Katakomben von Kenos. Oder zu den Abwasserkanälen. Übrigens auch gerade da, wo ich bei Dead Island momentan rumhüpfe. Falls ihr das auch schaut, da erlebt ihr den Kryo mal etwas anders. Wo ich ja hier in diesem Spiel so mehr der seriöse Erklärbär bin, bin ich in Dead Island der durchgepeitschte Psychopath. Klar, nicht ganz so schlimm. Auf jeden Fall finde ich jedenfalls komplett anders wie in diesem Spiel. So, aber ich rede schon wieder so viel. Ich muss gucken, dass ich richtig renne. Hier geht's runter, genau. So, mal gucken, ob da Sony auch wieder den Surfer hochfahren muss. Und Sony muss, so wie es aussieht, wartet auf den Zonensurfer. Das ist immer dann, wenn der sich im Standby oder was auch immer befindet, dann dauert es halt ein bisschen länger. Man merkt das auch immer daran, denn wenn man in die Hauptstädte reist, wie Kenos, das ist immer alles sofort oben. Aber hier, diese Plätze, die müssen immer erst gestartet werden. Die Schädeltruhe. Astral war hier. Diese Truhe habe ich markiert. Da sollte jetzt mein Name zu sehen sein, bis zum Server-Restart. Der ist immer morgens, glaube ich, so um 6. Zumindest war es das früher mal. Ob es heute auch noch so ist, weiß ich nicht. So, ich renne da jetzt mal durch. Wir könnten natürlich auch mal auf die Karte schauen. Aber ich habe so die Befürchtung, dass diese Kontaktperson überhaupt nicht eingezeichnet ist auf der Karte. So, ich renne jetzt aber trotzdem einfach mal durch zu den Blutsäbeln dahin. Vielleicht entdecken wir ja was. Ja, lauter Blutsäbel, aber nicht die Gesuchten und vor allen Dingen nicht die Kontaktperson. Aber die Musik ist schön. Ich weiß nicht, ob ihr die gut hören könnt. Sowas Ruhiges, sowas Schönes, das mag ich. Da stehe ich ja total drauf. So, da gibt es aber nichts. Wir gehen nochmal da in die Richtung. Was haben wir hier Schönes? Ja, es ist schön, wenn man da überall durchrennen kann und die Gegner machen einen nichts mehr, weil man einfach schon viel höher ist. Das ist gar nicht verkehrt. Manchmal jedenfalls. Ich finde es ein bisschen blöd. Bei anderen Spielen ist es ja teilweise so, dass einen die Gegner trotzdem noch angreifen, auch wenn sie schon gar keine Erfahrungspunkte mehr bringen. Ist vielleicht, oder es mag vielleicht auch ein Tick realistischer sein, aber ich finde es so auf jeden Fall angenehmer, dass man einfach so durchrennen kann. So. Ich glaube, jetzt sind wir wieder so ziemlich an der Ausgangsposition. Da liegt ein Sarg, oder? Was macht denn der Sarg hier? Das sind doch hier... Sind das Gräber oder was? Nee. Doch, das sind Gräber, ne? Ich bin ja bescheuert. Wie komme ich denn auf Abwasserkanäle? Da ist der Friedhof unter Kenos.
Also, nimm's mir nicht übel. Vielleicht denkt ihr jetzt, ich bin bescheuert. Ich musste 7 Jahre EverQuest spielen, um zu merken, dass hier unter Kenos der Friedhof ist. Okay. Jetzt bin ich aber selber von den Socken. Ich habe da nie drauf geachtet, eh. Ihr kennt mich ja. Ich spiele ja manchmal hier voller verpeilt. Verpeilt, ja. Voll verpeilt, voll verfailed. Und dann achte ich auf sowas nicht. Ja, leck mich doch an der Füße hier. Das gibt's doch gar nicht. Was haben wir denn hier für einen schönen Raum? Vor allen Dingen schön, wer da immer so dran ist hier. Die Skelette stehen hier rum. Haha, unglaublich. Ja, aber ich glaube, wir sind hier vollkommen falsch. Also hier werden wir wohl keine Kontaktperson finden. Na gut, Freunde. Die Zeit für heute ist ohnehin schon wieder rum. Ich werde mich mal schlau machen, wo ich die Kontaktperson finde. Sollte ich das nicht schaffen, weil es einfach keine Sau weiß, dann werden wir in der nächsten Folge was anderes machen. Und dann ist es halt leider so, dann sind wir halt leider nicht in die Baubelaue reingekommen. Aber mein Gott, was soll's, es gibt Schlimmeres im Leben. Ich werde mir auf jeden Fall wieder was Schönes ausdenken für die nächste Folge. Mal wieder ein bisschen was anderes wie hier Nordkenos und Elderhain. So, ich drehe mich nochmal um. Wir wollen die Astralen nochmal von nahem sehen. Und damit würde ich sagen, macht's gut, bis demnächst.